So, ich sollte ein Mikro entmuten, wenn ich sprechen möchte mit euch. Und das habe ich jetzt auch heute getan. Und an einem Tag, wo es mal von mir kein Toho gibt in den letzten 14, 15, 16, keine Ahnung. Ich habe die Wochen nicht gezählt, beziehungsweise ich wusste das Datum mal genau. Die Zahlen mal, aber irrelevant. Also schon wieder vergessen, gefühlt. Und heute mal FF14 mit mir und Dinge und tralala. Und ich habe noch keine Ahnung, was ich da überhaupt tun werde. Ich werde Dinge tun, vermutlich. Ich werde vermutlich ein bisschen Mönch spielen. Ich werde vermutlich in Trials ein bisschen Spaß haben. Ich werde vielleicht Dailies machen. Weil darf ja nicht zu viel Veränderung auf einmal sein, habe ich trotzdem noch Eileen im Hintergrund rumlurken, die mich zulabert mit ein bisschen Dinge. Sag doch mal, hallo. Hallo. Aus Gründen des Kalenders sind wir heute wieder in Gemeinschaft unterwegs. Im Grund, wegen dem Kalender? Aus Gründen des Kalenders, ja. Gründen des Kalenders. Hat Kalender gesagt, Freitag geht nicht mehr allein, muss anders. Ich bin selbst zu dumm, Ankündigungen zu schreiben, das ist nicht zu fassen. Oh nee, bist du das? At Baka Crew. Hat der Bot das wieder nicht getan? Da funktioniert der Bot. Ja. Hat er überhaupt mal getan? Ich weiß es nicht. Bot tut nie was. Ob du es glaubst oder nicht, ich passe da sehr gut auf. Nicht. Ich bin mir halt doch sehr, nicht ganz so freudig gegenübergestellt, wenn ich die ganze Zeit alleine die Notifications zuspamme da oben, weil die Schildkröte nicht das tut, wofür sie eingestellt ist. Blöde Schildkröte, würde ich mal behaupten, ne? Das ist sehr richtig. Miki, mach einmal was richtig. Yes. Ich habe auf jeden Fall gedacht, weil, ne? Wäre komisch, auf einmal eine Woche lang gar nichts von mir. Also habe ich mich einfach erstmal stumpf, mit FF14 überhaupt hingeschoben. Die Sache ist aber, ich habe in der Theorie schon den neuen Raid, alle Rewards für diese Woche, der resettet erst Dienstag, werde ich vermutlich aber trotzdem noch einmal reinschauen, wenn Momo vielleicht später nochmal rumkommt, oder ich mache so random, weil ich einfach mit dem Monk weiter da Dinge tun möchte, gehe ich da rein. Ich hoffe doch sehr, dass wir noch Gesellschaft kriegen. Ach ja, und Schildkröten sind ja irgendwo auf dieser Welt Delikatesse. Ja, wenn es so weitergeht, ja, wird sie dahin verkauft und ich programmiere selber was. Du programmierst dir dann eine neue Shell? Ja, genau. Mhm. Ich nenne sie dann Blauer Panzer. Oh, oi. Der zerstörerisch auf jeden Fall. Ja, hier spielen Leute FF14. Ob das glaubst du oder nicht? Ich sogar relativ aktiv, wenn man davon ausgeht, dass ich sogar Savage Raider und Ultimates lerne momentan mit meiner Static-Gruppe. Wobei meistens bin ich am aktivsten, wenn halt gerade der neue Patch da ist und. Ui! Hawk Champ, ein. Danke für den Sub. Chiroi. Ja, wir haben das nur länger nicht mehr gestreamt tatsächlich, weil ursprünglich war ja Tamara hier für den Final Fantasy 14 Content zuständig. Tamara ist ja seit März nicht mehr hier Teil der Crew und so, und bisher konnte sich, glaube ich, sonst keiner durchringen, mal einen Final Fantasy 14 Scharmützel hier zu starten, weil an sich spielen das noch aus der Crew, ich nicht ganz so aktiv, Downy. Und das war's, glaube ich, an restlichen Final Fantasy 14 Menschen. Und danke nochmal für die 5, waren das 5, waren das 6? 6! Why you do this? Jingle Bells, dankeschön. Ich hab Dinge noch nicht getan. Trotzdem. Gab's da ein Alert für? Ich weiß nie, ob Gift-Subs. Kannst du das nochmal machen? Nein. Ach ja, Momo. Entschuldigung. Ja, Momo habe ich halt selbstverständlich gerade. Die war schon bei mir included im Kopf. Aber das liegt, glaube ich, daran an der Szene, weil. Nee, doch. Nein. Gift-Subs kam, glaube ich, nicht rum gerade.
Oh Gott, nein, das war ein Spaß. Warum tust du das? Nein, oh Gott, nein, oh Gott. Jetzt krieg ich wieder, Nee, leider. Doch, man sieht Dinge. Ich weiß nur nicht, ob ihr Dinge hört. Ich höre die Dinge jedenfalls nicht, weil sonst würde ich die Hintergrundmusik auch noch hören und die möchte ich da auf der Szene auch gar nicht haben. Welche hast du überhaupt an? Papa, ja. Deutlich. Oh Gott. Yes. Ja, danke schön. Auch wenn nicht alle genannt werden, da muss ich noch ein bisschen nachbessern. Vielen Dank, hätte es doch nicht machen müssen. Ich hätte auch im VOD nachgucken können. Naja, das ist auf der Plan. Auf den anderen 10 höre ich die Alerts auch selber. Nur hier halt nicht, weil ich möchte selber nicht die Musik noch währenddessen hören, wegen ich rede, weil irgendwie ist diesmal dann auf meinen Kopf statt auf mein Bildschirm. Kennst du das Problem, dass du deinen Login-Namen nicht mehr kennst, weil du es schon lange nicht mehr offen hast? Mein Passwort kenne ich. Nun. Aber ja. Schon mit Aminatsu versucht? Nee, das war... Ich bin RIP. Hä? Mein komischer Code-Generator funktioniert nicht mehr. Nicht mehr, weil Batterie einfach leer ist? Ja. Kann man nicht austauschen? Nach 8 Jahren oder so ist die verkackte Batterie leer. Ich versuch's nicht. Bitte sagt mir, dass ich das umstellen kann. Okay, es geht noch. Später mal auf die App umstellen. 2581. Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen. Ich war nur ganz kurz in Sorge. Also erstmal überlegen, wo ich stehen geblieben war. Ja, Patch immer aktiv und dann lässt es immer nach. Außer, dass ich die ganze Zeit immer noch weiterhin raide mit meiner Static. Also, wir werden Dinge tun, vermutlich. Vielleicht wird Aileen in ihrer Story weiterkommen. Jetzt, da das Problem mit dem Key gelöst ist. Ja, ich tue Dinge, Aileen tut Dinge. Vielleicht kommt Momo später auch noch rum und dann gucke ich mir mit Momo den ganzen Raids an, weil Momo hat die, glaube ich, noch nicht getan. Wenn Momo die überhaupt dann freigeschaltet hat, dann muss ich Ruhe bewahren, weil ich ja sonst für uns Laien, ich bin ja auch hier, um doofe Fragen zu stellen, für uns Laien, der Patch 5.4 ist Teil der Shadowbringer-Story und da musst du wahrscheinlich schon die komplette Main-Story bis dahin gespielt haben, um das irgendwie freizuschalten, die Contents, nehme ich an. Ja, das ist indeed true. Gut, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt wissen die Leute Bescheid. Aber ich glaube, Hide ist da. Weiß das. Und Shiroi sind da im Bilde. Ich patche noch 26 Minuten. Habt Spaß mit deiner. Ui. Dann kann ich dir ja wieder erstmal hier geben. Ist das so wichtig dabei jetzt eigentlich? Weiß aber ich nicht. Ja, danke dir. Ist nicht so wichtig, aber wenn du blinkende Bildchen hast, ist es ja immer schöner. Vor allem, wenn das blinkende Bildchen in live sind. Ne? Ja, wüsste ich, wenn das früher einfach mehr Lametta war, als wir miteinander gestreamt haben. Ja. So, dann, Hab ich hier deinen Ingame-Charakter gesehen? Ich glaube nicht. Nee, hast du nicht. Dann lasse ich euch mal weg von meiner wunderschönen Flimmer-Webcam in groß. Weiß nicht. Irgendwann muss ich mal wirklich die Lampe austauschen. Nicht auf Hutschan geachtet, ist Hutschan noch da. Oh ja. Das verschwindet auch, glaube ich, nicht so schnell. Ich habe hinter dem Balken steht auch ein. Steht auch noch ein KFC-Eimer. Das ist so eine Ecke. Warum da ein KFC-Eimer ist, ich habe den. Ich besitze den einfach. So. Gaim. Und, danke für diese tiefgängige Background-Story zum KFC-Eimer. Ja, danke. Ja, das wird wahrscheinlich irgendwann in die Annalen der Pedia verewigt. Ich sehe es. Ja, eben weil KFC-Eimer. So, und jetzt gleich müsst ihr mir sowieso helfen, wie das vom Sound. Eigentlich sollte es passen vom Sound, aber ihr hört das dann besser im Stream, als ich es tue, also. Hört rein und wir hören Dinge. Vermutlich liegt es daran, dass Downy KFC mag. Gelegentlich. Eine Zeit lang eigentlich immer, während ich, das war noch vor den harten Rona Times, bin ich immer irgendwie jeden Monat mindestens einmal in den Escape Room gegangen mit ein paar Freunden. Und danach ging es immer traditionell zu KFC. Und
Ja. I see. I see KFC. Ja. Ich meine, vor den Corona-Zeiten gab es auch noch Corona, da war alles viel, viel besser. Da gab es auf jeden Fall Dinge. Und ich glaube, erstmal damit ich warm werde mit Monkey, schmeiße ich mich einfach in den neuen Trial in, aber in normal erstmal und dann schmeiße ich mich vermutlich gleich in. Wir ersetzen quasi jetzt Gedönse. Auch Trials of Mana, also Trials of Momo heute. Ja, die heißen ja Trials statt Prüfungen. Und ja, ich spiele FF14 auf Englisch. Es möge vielleicht so sein. Aber ja. Und jetzt siehst du auch mal schön meinen Charakter in groß, so groß wie er auch sein kann. So klein und schon so groß. So klein und doch so groß und ich habe meine Wassermelone dabei. Darf ich erwähnen, dass ich grundsätzlich Lalafels, die Tanks spielen und so, nie ernst nehmen konnte? In den ganzen Jahren nicht. Hey Corps. Ja, aber wenn der Lalafell Tank dir den Arsch rettet, dann kannst du dich nicht darüber aufregen. Nee, niemals. Außer es ist ein Franzos. Ja. Entschuldigung. Solange du es nicht weißt, ist es in Ordnung. Aber wenn das dann draußen ist, dann, oh, nee. Dann geht's nicht mehr. Eher überlegen, was ich so lange dann noch tue. Aber ich glaube, Gold Saucer ist einfach der Ort to go. Ich habe eine Frage. Hat jetzt nichts damit zu tun. Chat, ihr seid doch immer schlauer als Klein Eileen hier, ja? Ist Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered schon draußen? Ja. Oh, dann ging das stark an mir vorbei. Oh. Seit... Weil es soll da jetzt Änderungen im Mehrspielermodus geben. So ein Ende? Hä? Achso, du meinst in dem Remake, oder? Im Remaster soll es jetzt Änderungen für den Mehrspielermodus geben im nächsten Patch. Ah. Das, ja. Die News ist mir gerade entgegengeflogen von Schwer Enix, deshalb war ich so verwirrt, weil ich das total irgendwie übersehen habe, dass das scheinbar ein Ding ist. Nun, ja, das ist auf jeden Fall schon so länger der Fall. Glaube es oder glaube es nicht. Mal gucken, wie lange das überhaupt dauert. Ich queue sonst dann nie für random Content als DPS. Entweder sind das meistens die Dailies, die ich mache, DPS, aber nicht spezifisch irgendein Content. Also kann das sogar länger brauchen, als ich denke, dachte, tue. Täte. Tante Käthe. Kochte. Weiß ich nicht. Währenddessen einfach ein bisschen MGP mir holen. Kann man immer gebrauchen. Weil jetzt kann man sich irgendwelche Engelsflügel für 500.000 holen. Will ich zwar nicht, aber... ISO. Hashtag ISO. ISO. Oje. Ob man es glaubt oder nicht, ich habe bereits meinen zweiten DPS gefunden. Aber ich glaube, ich mache währenddessen einfach noch Beast Traps, damit ich meinen Gunbreaker level. Ui. Oder ich schieb mich durch die Gegend, dass ich währenddessen noch Dinge abbaue mit Miner. Das ist auch immer eine Option. Überhaupt schauen, ob... Ja, doch. Doch, das sollte mein Tank hinbekommen.
Dude, ich kann mich gar nicht erinnern, dass das immer so lange gepatcht hat. Wie lange habe ich das denn nicht gepatcht jetzt? Weiß ich nicht. Ist wohl länger her. Du hast es doch 2 oder 3 Monate liegen gelassen. Da kam in der Zeit ein ganz neues Spiel raus. 2 Alliance Raids Minimum, glaube ich, raus. Nee. Was laber ich da? Der letzte war ewig her. Die wichtigste Frage ist doch, haben Sie mir hübsche Kleidung eingepatcht? Ja, immer. Ständig. Sehr gut. Wenn du meinst, Ide. Die Story, die ja dazu kam, war auf jeden Fall gut. Ach nee, die hast du sowieso schon, glaube ich, gespielt, ne? Meine ich? Bitte was? Ja, hat er. Ja, nee, ob Ide die Story bereits gespielt hat, aber ich meine, ich habe da bereits was gelesen in der Richtung. Gerüchten zufolge möge dies wahr sein. Gebe er nur Geld aus, wenn er das wirklich möchte. Wir haben es ja alle nicht so dick momentan. Oh, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn ich mein Premiere zumache im Hintergrund. Das könnte helfen. Eventuell. Nein. Du schmeißt aber auch genug für Krempel raus, Korps. Wie? Ich habe jetzt schon genug Leute gefunden. Unerwartet. Ich habe erwartet, ich müsste jetzt noch 10 Minuten oder so. Aber entspannt. Entspannt. Mal schauen, wie das dann läuft. Ich habe Monk seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Die Monk-Änderungen sind aber angenehm und ich spiele bestimmt scheiße. Aber das ist dann so. Ich logge mich wahrscheinlich jetzt auch gleich ein und stelle dann erstmal fest, dass alles, was ich bisher kannte, nicht mehr funktioniert. Da habe ich ja schon beim letzten Mal resigniert. Wo ich gefühlt diese Solo-Inhalte irgendwie 5 oder 6 Mal machen musste, weil ich einfach mit meinem Charakter nicht mehr klarkam. Damn Casual Beschwörer, darfst du nicht vergessen. Damn Casual Beschwörer, ja. Ich habe irgendwann vor einer Stunde oder so, mich für 15 Minuten an eine Trainingpuppe gesetzt und die Rotation mit dem Mönch versucht. Und sollte jetzt wohl ansehbar sein. Müsste mich, glaube ich, nochmal komplett einlesen in den ganzen Bums. Eindeutig furchtbar. Ich habe gehört, man kann jetzt in Dungeons gehen, um dort Fotos zu machen. Ja. Alles klar, bin erstmal 2 Stunden in Shisui. Tschüss. Dungeons, ich weiß aber nicht, ob in einzelnen Fights. Du musst doch doch klarkommen auf die Abänderungen, die ich gemacht habe, wo ich die Skates hingepackt habe. Das funktioniert noch nicht so ganz. Aber damit muss das Spiel arbeiten und meine Allies auch. Was mache ich denn nun in den verbliebenen 7 Minuten? Weiß ich nicht. Immer schwer, was du in den verbliebenen 7 Minuten tun sollst. Mensch, das lohnt sich ja fast schon, OOT anzuschmeißen. In 7 Minuten bin ich beim Dekuba. Ja gut, ja.
Oh, ich wollte gerade sagen, ich bin leider auf der Enmity nicht so weit oben, aber ja doch, ich bin hinter dem Dragoon, also mache ich doch irgendwas richtig. Das ist sehr beruhigend. Wenn ich das mal so sagen darf. Durchaus, durchaus. Oh, ich würde auch eindeutig mehr Damage machen, wenn ich überhaupt in der Damage Stance drin wäre. Hat er geheiratet? Hä? Wenn jetzt Twink heißt. Was? Nichts, alles gut. Spiel du weiter, Downy. Verwirrung ist groß in mir. Mein Tod auch. Uff, da macht man ein bisschen zu lange die Extreme-Version und dann hast du keine Ahnung mehr, was hier abläuft. Spoiler, ich kann mich, glaube ich, an keinen einzigen Boss mehr erinnern. An Boss-Mechanik mehr erinnern. Null. Außer Shisui vielleicht. Da wohne ich aber auch drin in dem Dungeon. Ja. Wenn du dich da wohlfühlst. Durchaus, ja. Ich hab das. Ach, außer Leute enttäuschen kann ich gar nicht, wenn ich das auf Extreme gleich mache. Aber hey, da ist doch der Spaß dran, ne? Ich hab ganz set die Map offen gehabt. Warum eigentlich? Das ist doch sogar auf demselben Datenzentrum, oder nicht? Okay, wobei, nein. Sag's nicht, ich weiß warum, wegen deiner FC dann join und so weiter. Aber ich würde jetzt behaupten, Wink braucht nicht unbedingt eine FC. Ach, Omega ist auf einem ganzen anderen Datenzentrum. Na gut. Ist der Weg ein bisschen weiter? Könnte man meinen. Ich habe Fehler getan. Ich habe gar nicht gesehen, weil der eine Typ ganz nett auf mir gelaufen ist, dass ich auch so eins hatte. Ei. Tut mir nun in der Seele weh. Man könnte meinen, ich spiele viel zu selten. DPS. Und diese Gerüchte sind wahr. No.
Der Samurai wird vor mir geraced. Ist vor allem auch nicht cool, weil sich keiner von denen entscheidet, mich überhaupt zu raisen. Nun warte ich mal, ne? Ui, 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 ich darf wieder. Ich darf wieder. Ich kann noch spielen drücken. Ui. Oh, mal gucken, ob das alles noch geht hier. Dann raucht gleich dein PC weg. Na, der kann das schon. Sollte er. Beschwörerstufe 69, oh man, feels like 80s. 69? Mhm. Wenn ich richtig liege, weißt du, dann ist das fast 70. Nah dran, ja. Ach ja, stimmt, man kann jetzt ja nicht mehr diesen Warteschlangentrick machen. Warteschlangentrick? Du hast früher einfach auf dem Dialogfeld auf Abbrechen geklickt und hast dich trotzdem eingeloggt. Dass es überhaupt existierte, ist verwirrend. Ja, gab es wirklich. Oh, funktioniert. Schön. Guten Tag. Bin ich hier eigentlich? Welches Jahr haben wir? Nee, die Healer kriegen nichts. Sie wollten mich nicht wiederbeleben. Der Dragoon kriegt was. Der Dragoon kriegt was. Weil du dann ja auch da bist. Wie könnte geht man. Das alles hier wieder? Du drückst Knöpfe und du tust Dinge. Ich muss erstmal wieder gucken, wie das hier mit dem Pad alles funktioniert, weißt du? Irgendwie konnte ich die Karte öffnen. Achso. Ich tippe mal auf Select, aber ich bin nicht sicher. Nee, Quadrat. Ah. Huch. Quadrat? Hi oder so. So, erstmal hier die Beast Trap Quest fertig machen. Ich muss erstmal wieder gucken, wo ich die Liste finde, Hide, warte. Überfordere ihn. Nicht. Da, wo ist denn hier, wo ist denn Freunde? Soziales. Freunde. Da. Annehmen. So, ja. Boom. Du wirst mich trotzdem entschuldigen, ich muss die Gruppe auflösen. Nein. Erst musst du das dann wieder schaffen, ne? Weil ich das muss gerade in ein. Da, ich muss da gerade was machen. So. Nächsten Einsacken. So. Ach so, ja, ich hab's gerade im Chat gelesen, sorry. War vorhin. Nein, ich habe Food benutzt.
Gott, ich bin komplett überfordert. Das gute Food, das hat mir 5000 G gekostet. Oh, ich habe mein Haus noch. Was? Ist das, das ist noch nicht verfallen? Nee, ich habe mein Haus scheinbar noch. Ah. Glaube ich. Sieht aus wie mein Haus, ja? Meine schöne Strandhütte. Strandhütte. Oh. Was jemand hat denn Momo hier für Dinge gemacht? Reparateurin? Ah, ja. Achso, meinst du mit Haus, das FC-Haus? Nee, schon mein Haus. Ich habe einen Futon! Einen echten? Danke, Momo. Das muss er ihn erstmal verarbeiten. Nein, ich habe noch einen gepult. Möge alles in meiner Umgebung sterben. Ich meine, ich fühle mich richtig reich. Ich meine, ich habe einen Kotatsu und ich habe einen Futon. Ich bin, also wenn sonst schon nichts in dem Haus drin ist, ich bin glücklich. Wenigstens das. Vielleicht kommt ja wieder der Tag, wo ich mich wieder mehr hier mit allem beschäftige. Jetzt, wo mich DOA X so abgefuckt hat, ja, wegen diesen ganzen Errors, dass ich keine Riser-Outfits gekriegt habe, ja. Gar nicht. So geht denn die Story weiter. Lülü. Oben bei den Main-Szenario-Quests. Wenn du das überhaupt oben links hast. Bei mir ist es oben rechts. Oh. Aber ja. Nun. Bei mir nicht. Ja, du hast auch ein wenig Layout umgestellt, wie ich sehe. Ja, ich habe auf jeden Fall meine Knöpfchen. Sieht man überhaupt meine Maus? Ja, man sieht meine Maus. Ich war mir gerade nicht sicher. Hashtag Knöppe. Ziemlich klein. Ich habe meine HP-Leiste, glaube ich, kleiner. Meine Map habe ich halt unten hingeschoben. Ich glaube... Nee, die waren da immer. Aber das Gold ist nach oben gewandert. Ein bisschen Dinge. Aber ich habe nicht irgendwie so, dass die Skills, die immer on Cooldown bleiben sollen, fett groß in meinem Gesicht leuchten. Sollte ich vielleicht auch tun, um ehrlich zu sein? Aber nee. Unless. Wenn dir das hilft, natürlich. Unless. Cooldown. Welche Hotbar benutze ich denn nicht? Hotbar 10 vermutlich. Wo ist Hotbar 10? Du bist Hotbar 10. Ich will ich. Baby, you're a hot bar. Will ich so. Und dann 140. Ja. Dann will ich dich hier haben. Oder ist Alpinaut? Hier und überhaupt enablen. Dass du einfach existierst. So. Hold on. Wie groß ist denn da? Ja, doch. Doch, ich glaube, das passt. Dass ich da diesen hässlichen Balken habe. Hat sich mein Mikrofon jetzt wieder abgemeldet? Nein. Ah, okay, gut. Okay. Ich muss definitiv wieder so ein bisschen damit klarkommen, wie das hier genau funktioniert mit den Kreuzen da unten. Wenn mir das nur etwas sagen würde. Ja, wenn du mit Controller spielst, hast du ja die Kreuze. Die Action Crosses oder wie heißen die? Ich habe keine Ahnung, aber ich muss erstmal wieder damit klarkommen, wie das ist, wenn du halt links-rechts switcht und durch Sets und so ein Zeug.
Da tippe ich doch lieber auf meiner Tastatur rum. Habt ihr alle brav gestern Game Awards geguckt? Nein, weil es 1 Uhr morgens war. Was? Ja, ich... Weißt du, hätte ich Homeschooling gehabt, aber das existiert ja nicht in meiner Schule gefühlt, beziehungsweise doch, es existiert, aber für jede andere IT-Klasse außer meine, darf also ich schön jede Woche dahin gehen, beziehungsweise durfte, weil am Montag alle sowieso dicht sind, weil das Land Oldenburg das mal eingesehen hat, ob man es glaubt oder nicht. Finde ich sehr gut. Ja, sonst hätte ich es gesehen. Das Einzige, was ich festgestellt habe, ist, ich wurde zugespammt irgendwann um 2 Uhr morgens. Nee, nicht mal um 2 Uhr morgens, um 1.30 Uhr oder so. In All Caps. Ja. Genau das. Ungefähr das. So, dude, wake up. I need to talk. Dann erst so. War halt interessant. Sprich. Da waren sehr viele hübsche Spiele dabei, wo wir uns dann halt irgendwie noch drüber unterhalten hatten, dass man halt wirklich mal ein... Man bräuchte ein Final Fantasy, was halt schon irgendwie in diese FF14-Szenerie gegossen ist, mit einer sehr modernen Grafik, das auch Singleplayer-fähig ist. Und da hatte ich mich mit Bo länger drüber unterhalten, dass es ja... dass ich tatsächlich Final Fantasy 14 damals, jetzt wären wir wieder beim Thema, darauf wollte ich hinaus, dass ich Final Fantasy 14 eigentlich wirklich nur weitergespielt habe und auch immer noch weiter bezahle, weil ich mich halt wirklich für die Story interessiere, aber mich dann halt einfach immer dieses Ganze mit Randos und Tralala so total abfuckt halt. Ich würde es gerne für mich irgendwo auch genießen können. Selbst wenn ich auf einer einsamen Insel ohne Internet hocke, verstehst du? Sowas hat Dragon Quest 10, glaube ich, gemacht. Also das Dragon Quest MMO, dass du das auch komplett solo spielen konntest. Aber ich glaube, dann war die Welt ziemlich leer und karg. Hat sich ein bisschen komisch angefühlt. Ja, klar. Gut. Das ist natürlich auch hier die Schwierigkeit. Ja, zweifelsohne. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles, wie das überhaupt dazu kam. Da gab es ja dann einmal diese, die Vorschau für Ark mit Vin Diesel. Ja, glaube ich, sehr. Ich weiß nur, dass der wohl ziemlich surreal war, dieser Trailer. Und, ja, der war sehr interessant. Ja. Bo und ich saßen ja im Voice. Wir hatten ja ein bisschen OOT geübt. Und haben wir währenddessen halt im Prinzip die Game Awards geguckt. Und ich so, Alter, ist das Turok? Ganze, wir waren bis zu dem Moment, wo wir dann ersichtlich war, dass es Ark ist, dachten wir so, geil, neues Turok. Ne. Stell dir mal Turok mit Vin Diesel vor. Ja, ne? Nur was war es im Endeffekt? Ark. Es war also arg enttäuschend, ja. Was war denn da noch? Dann war da noch irgendwie so ein... Ich müsste nochmal nachgucken in dem VOD. Da war dann halt auch noch irgendwas, was sehr futuristisch aussah. Und halt eine mega, mega hübsche Grafik hatte. Wo ich auch noch dachte, so, das ist bestimmt wieder so eine Art Horizon Zero Dawn oder sowas. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber es war tatsächlich durchzogen von sehr vielen interessanten Titeln auch. Auch so einem Titel mit Cell-Shading-Look. Und Cell-Shading-Look ist ja relativ schwer zu machen heutzutage, ja, dass der stiltechnisch halt irgendwie passt, aber gleichzeitig nicht so overdone ist. Das war's oder ist der Mikro gestorben? Nee, ich überlege gerade, was da noch alles war. Entschuldigung, ich bin gerade... Also, lese ja auch noch Dialog dabei. Und beobachte Lises hübschen Ponytail. Ich weiß nur, dass auf jeden Fall ein bisschen Outcry war, weil The Last of Us 6 Awards oder so bekommen hat. Ach so, ja, da haben wir uns auch drüber unterhalten, dass ich das halt absolut nicht nachvollziehen kann. Also aus einer Storytelling-Perspektive, ja, klar.
aber da ist war meiner Meinung nach ein Ghost of Tsushima sehr viel weiter vorne. Aber that's probably personal preference. Ich muss mir mal eine Liste aufmachen, was alles bei den Game Awards war. Ach so, was ich nicht kann, weil ich gerade im Game bin. Ich Schlaukopf. Genau, Eileen, was ist los mit dir? Ja. Ich frage mich ja grundsätzlich seit Ewigkeiten, ob die Dialog-Choices, die du hast, irgendeine Auswirkung haben. Was Auswirkung? Hold on. Ob die Dialogoptionen, die man halt hat, ob die in irgendeiner Form Auswirkungen haben. Weil ich konnte halt sagen, Yo. Dein Mikro hat gerade komische Dinge getan. Ja, weil mein USB-Kabel hier rumbitscht. Entschuldige bitte. Ist es wieder gut? Hallo? Jedes Mal dasselbe mit diesem blöden Pad. Die Dialogoptionen, ob die einen Unterschied machen, frage ich mich. Nee, nichts Großes. Weil ich konnte halt gerade sagen, ja, du mach ich gern oder muss das sein? Du kriegst dann natürlich eine andere Antwort, aber That's deep. That's deep und das that's everything. Also ich kann nicht einfach sagen, nee, lasst mich doch in Ruhe, ich würde gerne ein Ferienhaus auf den Malediven haben und da fliege ich jetzt hin, kümmere doch selber um ein. Schade, bin ich wohl doch der Held. Müsste eigentlich mal gucken, wie weit ich vom Shadowbringers-Inhalt weg bin. Was jetzt eigentlich noch kommt? Was Downey damit sagen will, ist Ja, ich kam gerade nicht auf was ich sagen wollte und das wäre. Das ist mir aufgefallen. Du bist gerade bei Stufe 69er Quests, ne? Das ist korrekt, ja. Ja, da ist schon noch ein gutes Stück dazwischen, weil du hast ja die Story von Stormblood selber noch. Und dann kommt schon ein fetter Block Afterstory noch. Bevor Shadowbringers kommt. Mhm. Naja. Hold on. Wo ist mein Journal? Hallo? Journal. Kannst ruhig Eileen sagen. So. Nur, das ist Shadowbringers alleine. So, du hast... Ich kann dir ja mal sagen, wie meine Quest heißt. Aussicht auf Hoffnung. Bin sowieso lost, was, deutsche Namen angeht. Don't even try. So. Wobei, du hast gesagt, falsche Hoffnung? Nein, Aussicht auf Hoffnung. Hold on. Vielleicht. Ich glaube, so viele 69er Quests gibt es nicht. Ah, nee. War ein komischer Name, weil ich glaube, da war nichts mit Hope. Hope. Könnt ihr am Lodestone gucken, bin aber zu faul. Na. So, jetzt habe ich mich auf jeden Fall erstmal in die Extreme-Version von Emerald-Waffe geschmissen. Ui. Was ist denn eigentlich mein Moped hier? Da ist mein Moped.
Oh nein. Das ist wieder eines dieser Gebiete, wo man keine Ahnung hat, was eigentlich was ist. Ei, okay. Ich muss jetzt dran glauben, dass ich weiß, was ich tue. Glaubst du dran, dass ich weiß, was ich tue? Grundsätzlich nie, Saito. Okay. Merke ich mir. Ich hole immer gerne auf den Boden zurück. Danke. Was würde ich ohne dich tun? Vermutlich Besseres. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Das ist ja Momo, wenn man sie braucht hier. Windätherquellen. Bin ich hier eigentlich? Und welches Jahr haben wir? Die Zinnen. Ich glaube, ich weiß, welches Area das ist. Habe ich nicht gerade Alagiri vorgelesen? Hey, Ruhezone. Hallöchen. Guten Abend. Okay, ich guck mir erstmal an, was da passiert. Da ist jemand vor mir. Da guckt sich das auch gerade an. Eine Stufe 68 Wächterkreatur. Ja gut. Wir gucken mal zu. Übrigens herzlich willkommen zum endlich Wochenende Freitag, der heute identisch ist mit dem Final Fantasy Freitag. Nach langer Zeit. Weil ich mich endlich dazu durchringen kann, Final Fantasy 12 endlich mal anzufangen, dann haben wir bestimmt auch wieder einen regelmäßigen Final Fantasy Friday. Oder 13, vermutlich eher 13. Sounds hot. Im Sarah Cosplay natürlich. Lassen. Alternativ habe ich Vanille noch im Angebot. Effekte sind auf jeden Fall da, die vielleicht ein bisschen viel sein können, aber ja, also irgendwie mag Spiele, wo viele Dinge da sind. Ich wollte gerade sagen, es unterscheidet sich also visuell kaum was von Toho. Ist das nicht perfekt? So, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich kämpfe, vielleicht sterbe. Nee, ich warte einfach, bis der nächste weiter ist. Ja. Guck nochmal. So, wie mache ich das eigentlich nochmal? Wie rufe ich denn? Ich habe irgendwie, glaube ich, so ein lustiges Kraut, mit dem ich einen Kampf-Schokobo rufen kann. Ja. Oh, ich sehe gerade, dass meine Tastatur sich gerade verändert hat. Farblich. Deine Tour möchte sagen, dass du sie benutzen sollst. Benutzen. Ja, ich kann es nicht, während ich auf einem Schokobo reite, hab verstanden. Türö. So, wie ist, guckt jemand zu? So.
Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich hau einfach drauf. Eventuell sterbe ich. I believe in you. Ich lass dich wissen, wie es ausgeht. Jo. Ah ja, in diesem orangen blinkenden Zeug sollte ich nicht drinstehen. Daran erinnere ich mich tatsächlich. Gut, dass du dich daran erinnerst. Gell? Ja. Ich bin nicht so doof, wie ich aussehe. Das hilft dir auf jeden Fall zu überleben. Das ist tatsächlich ein durchaus durchwachsenes Argument. Oh, ich wusste gar nicht mehr, dass ich den... Oh, ist mein Schokobo dead. Oh, mein Schokobo ist dead. Ich vermute ich auch gleich. Ich habe ja ganz vergessen, ich habe noch so ein Tankviech. Mein Gott, kann dieses ganze Spiel nicht mehr. Ich überlebte. Mit 20% HP. Uff. Ei. Oder unbedingt wieder gescheite Klamotten hier. Brauche das Makro. Achso, ja. Je nachdem, was ich für einen Pfeil habe. Ja, aber ich dachte halt wirklich dran, dass das mal so der standardmäßig geile Plan wäre, wie Downey das sagen würde. Dass man halt mal wieder guckt, dass das jetzt ja dann so ein bisschen wieder Ordnung in den Programmplan reinkommt. So wie damals, als es einfach so schöne feste Tage gab. Ja, wie den Musikmontag und den Final Fantasy Friday. Ja, und der Mittwoch irgendwie so der Yakuza-Tag war. Problem bindet einen ein bisschen an Dinge. Das ist richtig, das aber damit habe ich ja kein Problem. Tage. Damit habe ich ja weniger ein Problem persönlich. Weil ich habe ja eh genug Probleme. Nun. Freizeit heißt es. Also ungewollte Freizeit. Ich habe gestern mit Bo schon ausbaldobert. Dass ich vielleicht dann, sobald es mir emotional auch wieder ein klein wenig besser geht, dass ich mich dann wieder in altbekannter Manier in die Strömerinos hineinslide. Da ist wieder mehr am Start als vermutlich nötig. Ist das ein großes Wikingerboot? Nein. Sein, du meinst dich nicht, dann. Nee, ich meine dich nicht. Weil wir haben ja jetzt das Problem, dass die Zeit doch ein wenig schneller voranschreitet als gedacht. Und wir dann sehr gerne, dazu muss ich erstmal so weit kommen. Ich weiß ja gar nicht, was noch vor mir liegt. Ich nehme das Angebot gerne dankend an. Dass die Zeit ja etwas mehr und schneller voranschreitet und jetzt ist ja bald dann auch Riser 2 schon in der Veröffentlichungsmaschinerie und jetzt haben wir es ja doch noch nicht geschafft, irgendwie Riser 1 überhaupt irgendwie groß, ne? Das muss ich also auch noch machen. Nachdem ich mich bei Fairy Tail ja so gut geschlagen habe, traue ich mir Riser zu. Und sind wir mal ganz ehrlich, als ich mit Fairy Tail angefangen habe, hatte ich keine Ahnung von Fairy Tail. Das und klingt erstmal sieht sehr das Ganze komisch. Ganz anders aus. Nun und bei Riser hast du ja sogar den Vorteil, du weißt, was du da tust.
Nee, Riser 1 wurde nicht angefangen. Es gab nur einen First Club damals von Tamara noch, soweit ich weiß. Sicher? Mhm. Ah. Ich würde es nicht Zucht nennen, ich würde sagen, ich bin einfach dem Kult beigetreten. Das klingt noch ein bisschen humaner. Aber ja. Und ich muss jetzt sagen, ich... Achso, First Look ausgenommen. Ja, dann haben wir noch, dann ist da noch gar nichts passiert, nein. Ja, das ist halt jetzt schon... Mir fehlt was, ja. Ich habe das Gefühl, dass Fairy Tail für mich jetzt auch schon wieder so 4 Jahre her ist, gefühlt, ja. Und ich vermisse diese Charaktere durchaus sehr. Also ich hoffe doch wirklich sehnsüchtig, dass das 100-jährige Quest in irgendeiner Form veranimiert wird. Das wäre schön. Und wenn ich da auch noch 2 Jahre drauf warten muss. Ne. Und eventuell könnte es sein, dass ich... Oder du liest den Manga, ne? Das ist, glaube ich, auch eine Option. Das wollte ich sagen, ja. Dass es vermutlich darauf hinausläuft, dass ich am Ende Dinge tue, die ich zuletzt vor sehr vielen Jahren getan habe. Also jetzt mal Kakegurui ausgenommen, ja. Und zwar mir tatsächlich wieder eine Manga-Reihe zuzulegen. Das Schlimme ist, ich wüsste ganz genau, ich würde gerne von Band 1 anfangen wollen. Und das ist ja direkt schon per Default ein Fehler. Gibt es nämlich ein paar Bände, habe ich gehört. Meinst du wieder von Band 1 ja, so bei Fairy Tail, oder? Ja, Band 1 von Fairy Tail, ja. Oi! Das sind eindeutig ein paar, du. Ich weiß gar nicht, wie viel. 70? 80? Ich glaube mehr. Auch wenn ich da sitze und sagen werde, ich kenne den Scheiß doch eigentlich schon. Ist mir egal, ich lese trotzdem wahrscheinlich. Ich glaube, Fairy Tail ist meine Anime-Version von Battle Royale. Ich habe Battle Royale, Battle Royale. Den habe ich auch sehr oft gesehen, aber ich meinte jetzt hier City Hunter, ja. Das Fairy Tail meine Anime-Version von City Hunter. Also das kann ich wahrscheinlich so oft gucken. Ich werde einfach nicht müde davon und irgendwann kann ich es auswendig. Außerdem muss ich es eh rewatchen. Sobald die dann mit der deutschen Synchro weiter sind. Denn Lina Rabe Amor. Mehr sag ich nicht. Ja, siehst du, sogar Lise sagt schon, Eileen, du musst helfen, diese Quelle des Bösen zu zerstören. Siehst du, sag ich. No. Was Downey damit sagen will, ist vermutlich nein. Ah, ich bin sehr unfortunate gestorben. Ei. Ich schreibe meine Tode in den Nutshell. Ei. Mein Problem ist auch. Ja. Nein. Nein, sie hat den Revive abgebrochen vorher. Ah, okay, geht weiter. Ich habe mich dann auch ja die Tage ein bisschen längerfristig mit Bo unterhalten, weil wie gesagt, wir üben jetzt ja ein klein wenig, also er macht ein wenig Bootcamp mit mir und OOT. Aha. Also ich will das nicht am Ende speedrunnen, sondern ich will das einfach für mich meine Skills in diesem Spiel ein bisschen verbessern. Aber darum geht's gar nicht. Da habe ich halt auch gesagt, irgendwie ist so der Zeitpunkt gekommen, wo ich für mich selber denke, ich müsste halt mal mehr Animu gucken. Da haben wir uns beide ja auch schon mal drüber unterhalten. Mhm. Und ich muss halt einfach mal tatsächlich gucken, was für Genre mir da so liegen und tralala. Das ist... Weiß ich nicht. Ich hab jetzt die Tage... Jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie der hieß. Ich habe ihn auf Twitter gepostet. Wie hieß der denn? Vergessen, wie der hieß. Notification Spam. Warte, ich finde ihn gleich. Ganz bestimmt. Weil, als ich da die Beschreibung gelesen habe, da dachte ich so, ah ja, das klingt sehr nach mir. Und dieses Mädchen, was irgendwie zur Highschool geht und so und irgendwie so Social Anxiety hat und so ein Krempel.
die mit diesem Side-Ponytail. Hitori Bocchi no irgendwas. Nichts von gehört. Ne. Sag mir nichts. Ich schaue mir ziemlich alles Mögliche an, nur das nicht. Also literally alles Mögliche. Ich habe ja mal irgendwann von meiner Watchlist gesprochen und die ist lang. Aktiv auf zwischen 15 und 20. Also. Ja, das, ich erinnere mich an diese Unterhaltung, die wir führten. Wir führten. Ja, und dann, das klang halt so nach Sachen, die zu mir passen. Aber ich weiß halt zum Beispiel ganz genau, wenn ich mich jetzt irgendwie in irgendwas reinsteige, ich werde wahrscheinlich grundsätzlich einen Bogen um so Schonenkram oder so machen. Weil da habe ich ja für mich gemerkt, ist irgendwie nicht so. Außer Fairy Tail, das ist halt leider anscheinend eine Ausnahme. Weil das ja nicht exactly schonen ist. Aber irgendwie doch. Aber irgendwie auch nicht. Genau, weil er. Oh. Fast schon wieder jemand mitgerissen. Weißt du, damit ich halt endlich hier mal mitreden kann, weil ich mir vorkomme, als wäre ich schon lange nicht mehr bei den coolen Kids dabei. So richtig outdated, weißt du? Aber manchmal ist das auch in Ordnung, solange du den guten Stoff kennst. Ja, das ist das Problem. Ja, tue ich halt nicht. Uff. Looked at the wrong swords. Ei. Eiser. Eiser. Oh, ist das denn ein neues Buch? Arsenal. Arsenal. Man möchte meine Armory Chest gar nicht sehen. So viel ist dazu gemüllt. Schaut einfach nicht hin. Da, was habe ich denn da noch in meinem Inventar? Deckenleuchten. Was? Ein neues Grimoire. Was ist dieses Grimoire? Ist dies better? Kann nicht gewechselt werden, während das Arsenal voll ist. Irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Kann man hier nicht wie bei Minecraft einfach mal Kisten machen? Ich meine, du hast eine Armory Chest, die du sogar für Dinge benutzen kannst, aber nicht für alles. Das ist fast traurig. Da kannst du nur bestimmte Seasonal Items oder so meistens reinschmeißen. Guck mal hier, Stufe 68 Grimoire. Das ist ja ein Fortschritt. Boom. Butterfly Effect. So, Lise, sag doch mal was. Lise ist zufrieden, das ist doch schön. Okay, ich muss das jetzt nachgucken. Tun Sie das. Ich hab zwar vergessen, wo ich das nachgucke, aber ich nach Lodestone. Wie viele Quests du noch brauchst, oder was? Yes. Nicht, dass ich sie jetzt durchrushen will oder so, aber es würde mich einfach mal interessieren. Ja doch, verständlich. Wo kann ich das nachgucken? Spielinfos, Datenbank. Oh, das ist alles so neu hier. Die Welt und Geschichten wahrscheinlich. Okay. Spielinhalte. Nee, doch. Ja. Wo gucke ich das denn nach?
Wenn ich hier gleich mit meinem Versuch durch bin, dann kann ich dir da weiterhelfen. Aber ich warte schon ewig immer auf dem Lodestone. Alles gut. Ich find's bestimmt. Such ansonsten nach dem Questnamen und Lodestone dahinter, dann findest du es meistens. Das ist schlau klug. Siehst du, deshalb Downy sind wir befreundet, du bist deutlich klüger als ich. Gelegentlich. Ich habe nicht unseren Not zusammengeklöppelt. Aber du hättest es bestimmt gekonnt, wenn du dir Mühe gegeben hättest, so wie ich. Ich habe ja vorher auch keine Ahnung. Das hätte ich vielleicht tun können. Eosia Datenbank. Lodestone. Ah ja, wo drunter wäre es? In der Eosia Datenbank. Woher soll ich das denn wissen? Hättest du wissen müssen. Stufe 68 Quest. Was ist das? Da. Sturmblut. Da, Sturmblut. So. Hat ja nur 3 Seiten. Das wird zu finden sein. Oh, tatsächlich. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Quests. Ja, dann bist du mit Stormblood selber fertig. Ja, ja. Dann kommt die Stormblood After Story. Ist das Chroniken der neuen Ära? Oder was? Ja. Ja, damit kann ich auch noch leben. Aber schön, dass der letzte Quest heißt Blutiger Sturm. Ja, so wie das Addon heißt, immer heißt. Ne? I see what you did there, Square Enix. Aber ich wittere, dass da noch ein Dungeon vor mir liegt. Das kann in der Tat stimmen. Brüchen zufolge könnte dies wahr sein. Aus Gründen des Kalenders wird das wahrscheinlich heute passieren. Woher kommt das eigentlich mit den aus Gründen des Kalenders? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann hatte die Medienkuh geschrieben, aus Freunde, aus Gründen des Kalenders verschiebt sich die Folge auf morgen. Und seitdem sage ich aus Gründen des Kalenders. Ich weiß bis heute nicht, welche Gründe des Kalenders dort vorlagen. Aber es könnte auch eine alternative Formulierung sein für, nee, heute ist schlecht. Ich meine, es klingt ja besser, wenn du eine Verabredung hast oder so, die mit den Worten absagst. Du, sag mal, hier aus Gründen des Kalenders können wir das verschieben. Da sagst du nicht direkt, ich hab heute keinen Bock. Ey, ich habe das erste Mal den Kram geklärt als DPS. Ich beglückwünsche Sie sehr. Das sogar als Monkey. Muss schon sagen, Mönch kann einem Spaß machen. Aus Gründen des Kalenders. Ich finde, das ist eine sehr gute Formulierung. Gründen des Kalenders. Das Schöne ist ja, ich könnte theoretisch ja die ganze Story mit meinem zweiten Charakter, also mit Momoka, nochmal machen. Damit ich mich wieder an alles erinnere. Aber ich erinnere mich an den Struggle. Der Struggle. Ich erinnere mich, wie sehr ich gestruggelt habe, überhaupt dahin zu kommen, wo ich mit Aileen jetzt bin. Das ist, ist dann sehr belastend, der Gedanke, das alles nochmal zu machen. Treff mich vor dem Astrologium.
Da ich da sowieso wieder hin muss. Ja, nach Odin reisen ist ja entspannt. Muss ja momentan sowieso warten, je nachdem, wo Sky mich mit reinschmeißt. Aus oder es gibt auch noch natürlich die Formulierung in der Joko Winterscheid-Version, aus unverhältnismäßigen Gründen des Kalenders. Was? Bei Joko ist doch immer alles unverhältnismäßig. Ja, sowieso. Daher ist die Joko Winterscheid-Version dieser Formulierung eben aus unverhältnismäßigen Gründen des Kalenders. Meinst du, das sieht, wenn ich das irgendwann mal bringe? Kannst du sagen, Herr Direktor, ich kann heute nicht zur Schule kommen. Aus Gründen des Kalenders ist mir das heute vergönnt. Ei. Einfach Twink als Nachname, das ist eindeutig Big Brain Hiede. Falls ihr das mal irgendwie bei eurem Arbeitgeber oder so tut, ja, lasst mich gerne wissen, ob das funktioniert hat. Ich brauche das für meine eigenen Studien. Sollte vielleicht, während ich das Spiel streame, wenn ich raus habe, dass der Sound noch weiter udelt. Wait. Nein. BGM. Ja. Jo, jetzt kann ich auch noch währenddessen kurz Dinge nachgucken. Oh, was natürlich auch wieder aufgeflammt ist, die Tage, ist halt tatsächlich, dass wieder gemunkelt wird, dass es ja irgendwann dann ganz bald eine Realverfilmung einer Final Fantasy Story geben soll. Und dann ist ja schon wieder das Geschrei groß gewesen. Wer denn jetzt irgendwie da halt irgendwie A in der Story landet und B, wird es ein Teil sein, der schon existiert? Wird es eine Original Story werden? Ich meine, blabla. Einen Film gab es ja doch schon mit Edwin Children, oder nicht? Gab es da mit realen Schauspielern? Ach so, nein. Ja, siehst du, gut. Darauf wollte ich hinaus. Und dann ist ja die Diskussion dann ausgebrochen, okay, gut, wenn Teil XY... Wer schauspielert eigentlich wen? Und da sind wir ja wieder in diese Diskussion reingeraten, wie zur Hölle man Final Fantasy 14 besetzt. Ich glaube, Final Fantasy 14 kann man nicht besetzen. Ich meine, du hast ja viele interessante Hauptcharaktere, ja, Stola und Lise und... Weißt du? Und dann ist die Frage, wen zur Hölle, ne? Und dann war die geilste Aussage, als wir uns darüber unterhalten hatten, wer den Rauban verkörpert. Wayne, The Rock Johnson, ja? Ja, pass auf. Fand ich richtig geil, weil als Aussage kam dann Thomas Gottschalk. Hä? Und das war halt ganz lustig, weil da war dann halt auch ein Bild von Thomas Gottschalk im Chat, was halt auch so ganz komisch aussah, wo er so die Haare nach hinten gekämmt hat und alles. Wenn du da noch ein bisschen mehr Narben ins Gesicht gepinselt hättest, dann sah er halt aus wie Rauban. Genau, Hide, ich habe auch gewottet. Okay.
Aber ich fand das, das Argument überzeugend, zusätzlich mit dem entsprechenden Bildmaterial. Ja, nee. Wenn es um japanische Schauspieler ging, wurde zum Beispiel für Stola wurde vorgeschlagen Aragaki Yui. Oh, darüber haben wir uns auch unterhalten, ja. Dass dann alles aus so einer POV-Perspektive stattfindet. Gott. Nee. Aber leider waren ja so POV-Filme nie wirklich erfolgreich. Ich wüsste auch nicht, ob die das außer jetzt bei Pornhub irgendwann werden. Aragaki Yui ist eine bekannte japanische Schauspielerin. Zumindest im Dorama-Geschäft. Die eine relative Ähnlichkeit wohl angeblich hat. War halt eine interessante Diskussion. Zusätzlich wurde auch noch vorgeschlagen, wie hieß sie, Hashimoto Ai. Oder Erika Toda. Erika Toda kennt man zum Beispiel aus der Death Note Realverfilmung, also der ersten, der noch guten. Da hat sie Misa gespielt und Hashimoto Ai kennt man, glaube ich, auch aus einem Filmwerk, das mir gleich wieder einfällt, wenn nicht sogar aus Amachan. Was mich dann übrigens wieder dazu bringt, dass wir uns dann wieder darüber unterhalten hatten, dass wir unbedingt eine Serie von Judgment brauchen. Irgendwann, vielleicht. Wenn noch mehr Yakuza, ich freue mich erstmal, dass wir überhaupt ein vernünftiges Release-Date haben für Persona 5 Strikers. Ah, das warum ist auch immer die das umbenannt haben, von Scramble auf Strikers. Weiß ich nicht. War komisch. Just Publisher Things. Aber weißt du, was das Lustige dann ist? Es wurde beide Male bei den, oder? Wurde es beide Male bei den Game Awards angekündigt? Meine schon, ne? Glaube. Ich meine, es würde sich ja anbieten bei Judgment, weil ja Kimura Takuya ist, der existiert ja. Weißt du, den hast du ja 1:1 im Spiel, dann kannst du den halt auch zusammen mit Kaito, der ja auch einer realen Person nachempfunden ist, die genauso aussieht, also ähnlich aussieht. Man müsste ihm natürlich diese Yakuza-Friese machen, weißt du? Aber die existieren ja beide in Real Life. Da kannst du die halt auch einfach mal für 4 Wochen in ein Studio einsperren, dass sie eine Serie drehen. Und wenn es so ein Standard Renzuko-Drama von 10 Folgen ist. Ja? Also ich würde das gucken. Ich würde das vermutlich auch bei Netflix kaufen, wenn es sein muss. Kaufen vor allen Dingen. Also wäre da schon durchaus Fan. Guck mal, wenn ich so weitermache, werde ich noch 70. Echt? Ist der Creator? Ja, vermutlich. Es passiert ja sehr, sehr viel in diesem Jahr. Warte. Nee, von 14? Nee. Du schreibst ja gerade Final Fantasy 14. Yoshi P? Nee. Von der Serie. Nein, von der Serie. Daddy of Light ist ja die Serie, diese Netflix-Serie. Das wäre komisch. Alles andere wäre komisch. Ich würde gerade sagen, so, hä? Hold on. Something is so weird. Diesen Aufschrei hätten wir schon gehört. Wo ist denn jetzt schon wieder mein Questpunkt? Wo ist Taxi Momo, wenn man das mal braucht?
Weiß ich nicht. Momo ist wohl scheinbar noch fertig von Frühschicht. Oder beschäftigt mit Krabbe. Oder so Wachkoma. Das geht auch. Wachkoma, ja. Ist doch fertig von Frühschicht. Wenn ich? Ja. Habe ich was verpasst? Ja, doch schon. Ne, doch schon. Ja, ne? Ja. Ja. Ich mag die neuen Mönch-Changes, möchte ich nur noch einmal erwähnen. Ist sehr angenehm. Das ist doch eine positive Entwicklung. Ja. Und die Welt musste es wissen. Weißt du, diese neuen Gebiete, die sind ja schön und gut, ne? Aber irgendwie sind die so verworren und durcheinander. Ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich hingehe. Ans Ziel hoffentlich. Ja, das ist wichtig. Wäre hilfreich. Au. Au, ihr seid große Viecher und ihr tut weh. Au. Not a fan. Stimmt, jetzt wo ich das lese, ja, das ging tatsächlich nicht an mir vorbei. Aber ich habe das, glaube ich, irgendwie nur so beiläufig gelesen. Das ging an mir völlig vorbei. Och, lass mich doch in Ruhe, ich will doch nur zur Zielzone hier. Ich hab meine Dance nicht an. Ei. Oh. No. Ich bin zu früh wieder reingegangen. Please don't kill me. No more. Ei, der Race war auf mir. Ei, ei, ei. Blödes Vieh. Ich bin am Rande des Todes. Oh. Ja, I've been there. Für eine Dialogbox bin ich jetzt hier hoch. Dein Ernst? Ja. Ich finde es übrigens schön, wie ich immer die ganze Zeit mit der Schultertaste wegen Ocarina of Time die Kamera hinter mir arretieren will. Das ist furchtbar. Du bist gebrandmarkt. Ja, leider. Wer bist du denn? Ja, das wäre schön, wenn ich da rein könnte. Eventuell sterben. Ich wusste es. No, didn't move. I. Ja. Wir sind mit dem Radl, du. Eventuell sterbe ich. Warte mal, guck auf hier. Ach, da bin ich. Ich erinnere mich an dieses Gebiet. It's been a while. Erinnerungen helfen immer. Oft. Vielleicht. Nicht immer. Fraglich in diesem Fall. Sehr. Alpinaut. Grüße dich.
Also, wenn mich irgendein anderer Mönch mehr in Spielen sieht, ist er bestimmt enttäuscht. Wenn mich jeder andere Beschwörer spielen sieht, ist er enttäuscht. Ich habe so das Gefühl, es kommt hier bald ein Galea-Geschissel. Um zu niesen. Ja. Ich reagiere allergisch auf Galea. Ich das überlebe. Fraglich. Wenn ich im AOE drin stehen bleibe, auf jeden Fall nicht. So. So. Mal auf dein AOE zu spammen hier, was ist denn los mit dir? Nein, mach ich nicht. Ich meine, tue ich auch gar nicht. Ich spamme mein AOE nicht. Aber nein, meine ich. Weißt du, das ist ganz schlimm, dass Leute immer. Der Trail hat zwar zwei Phasen, ne? Und da ist ein Checkpoint in der Mitte. Heißt aber nicht, dass sie sich, wenn die erste Phase vorbei ist, die sich in den Tod stürzen müssen, damit die ein Reset da machen. Da gehen doch immer nur Ressourcenschwund. Ich meine, ist bei mir jetzt egal. Aber für die Healer ist das ziemlich blöd. Das ist richtig. Weil der White Mage verliert seine Lilies. Astrologe, keine Ahnung, verliert seine Karten. Ob es gut ist, dass ich in einem hochleveligen Fate-Bereich bin? Du bist naja, 60, 70 vermutlich maximal. Tag. Guten Tag. War das an mich gerichtet? Vermutlich nicht. Nee, ging um Lise. Lise antwortete mir mit Hallo Eileen. Ah. Oh, ein Buch für den Gelehrten, auch gut. Essen ist ein sehr gutes Stichwort. Ei. Mein Schweif ist sehr bauschig. Ja, eigentlich müsste ich doch jetzt bald meinen Final Fantasy Charakter cosplayen, um endlich mal diese zwei Welten zusammenzuführen, die ich jetzt schon ungewollt zusammengeführt habe. Hast du schon? Naja, habe ich ja gemacht. Ich meine, Eileen, Outgame Eileen und Ingame Eileen. Ach so. Ja. Da kommt's ja her. Ist ja vielen wahrscheinlich gar nicht bewusst. Ich zum Beispiel auch nicht. Siehst du? Aber the more you know.
Bevor es Final Fantasy XIV Eileen gab, gab es Eileen in einer Reihe Kurzgeschichten, die ich schrieb damals. Und durch Final Fantasy XIV hat sie dann eine Gestalt gekriegt. Eileen war immer all das, was ich nicht sein konnte. That's deep, yo. Yo, I know. Das ist eine sehr ungesunde Hautfarbe. Ach, keine Sorge, es gibt auch Rotger, die haben Toxic Grüne als Fellfarbe. Also. Ja, nice. So richtig. Ja, schon wieder. Geht ja doch flotter als gedacht hier. Oh nein, 3 Fragezeichen. Das bedeutet sicherlich, ich muss vorher in der Stufe aufsteigen. Nee, manchmal ist der Name auch einfach nur versteckt. Muss actually nichts bedeuten. Eileen, du wirst heute mit einem treuen Begleiter in die Schlacht ziehen. Hallo, Downy. Nee, ich bin gerade andersweit beschäftigt. Glaube ich. Wobei, Theorie. Mal gucken, wie lange die Farming-Party hier macht. Nein, es hätte ja sein können, dass Alfino dich meint, weißt du, in der Formulierung. Ja, ich weiß. Ich weiß ja noch nicht, was da kommt. Weiß. Nein, ich bin scheiße. Ja, Einsicht ist ja meistens. Ne? Beruhigend. Aber auch beunruhigend zugleich. Ah, wäre ich nur ein Tank, würde ich das überleben. Ich wollte, du wärst ein Huhn, dann hättest du nichts zu tun. Eventuell sterbe ich. Nein, ich habe mein Special. Nein. Ich weiß nicht, was meine Heilung ist. Hatte doch einen Heilskill irgendwie. Ja. Gott, ist das lange her. Nee, sollte immer noch einen haben. Ach, Physik, genau. Physik war das. Ah ja. Ja. Die Musik ist schön hier.
Dann auf ein neues, wertes Karfunkel. Aber Mönch ist leider immer noch genauso anstrengend zu spielen. Ich müsste so oft wieder schnell Knöpfe drücken, ne? Also, mein Global Cooldown ist einfach nur. Sehr gering. So. Mein Global Cooldown ist sehr gering. Oh, Jesus Christ. Nein! Just we dead. No. Ja, Scheißdreck passiert halt. Kannst du nichts machen. Schwund ist immer. Aber gesagt, ich kann's nicht mehr. Aber kann ja wieder werden. Aber dafür muss man sich dann wohl Zeit nehmen. Habe ich gehört. Ist richtig. So, wo war das? Soziales, Freunde. Ja. Oh Mensch, so viele auf meiner Freundesliste namens Daten nicht gefunden. Freundesliste aussortieren irgendwann. So. Vielleicht hilft mir ja mein treues Ross. Achso, da komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Boah, muss ich jetzt echt wieder den ganzen Weg außen rum gehen? Das ist ja nicht so. Kann sein. Ich hab gerade nicht das Area vor Augen, in welchem du bist. Es ist furchtbar. Ah, nix, bin nur gestorben. Alles gut. Das sind Dinge, die halt so passieren. Ich glaube, normalerweise redet man da nur nicht so casual drüber. Meinst du? Ja. Es ist jetzt nicht so, dass mir das nicht oft genug passiert wäre, so.
Nee, also wenn das im Real Life passieren würde, you know. Ach so, das meinst du, ja. Ich meine jetzt. Das ist wie gestern in dem einen VOD von ZFG, das ich geguckt habe, wo er meinte so, just stop yelling at me, I just wanted to try to kill myself. I'm not cheating, I'm trying to kill myself. Schwierig. Müsst ihr vielleicht irgendwann mal wieder so meine Klamotten upgraden? Das Problem daran ist halt auch so, ich will halt einfach auch das, ne, weißt du, so hübsch in den Kampf ziehen ist schon wichtig. Kannst ja jetzt hier nicht einfach mit den Klamotten aus dem H&M Sale, kannst ja dann einfach in den Dungeon gehen. Nie. Duty commenced. Yes, Duty commenced, aber ich bin gleich wieder da. Suche das WC. Eins ist am Ende des Alphabets und eins am Anfang. Ja, ihr hört ja wenigstens mich noch, ne? Was ist das alles? Oh, da gibt's Windätherquellen. Also Fliegen in dem Gebiet wäre wahrscheinlich schon echt durchaus lukrativ. Das wäre schon schniekig. Zu schade, dass ich es nicht kann. So. Noch ein Versuch. Mal sehen, ob ich es überlebe. So, ich mach Splatt, Junge. Ja. Ich bin wieder da. Man hört mich. Guten Tag. Na. Vielleicht hätte ich von vornherein die Strategie verfolgen sollen, mit meinem Kampf-Schokobo in den Krieg zu ziehen. Das wäre eine Option gewesen. Jetzt hat jemand angesprochen, dass das, was im Chorus wiederholt wird, im Hintergrund klingt, als würde er sagen, Big Fat Tacos, und jetzt kann ich es nicht verhören. Aber Big Fat Tacos, ja? Nicht die kleine Variante, nicht die schwächliche. Nur die Big Fat Tacos. Nur die, dann isst man auch nur die dicksten Tacos. Yes. HP, gib's dem Feind. Erlege ihn.
Ja, damals, als man noch zu Minfilia in den Sonnenwind musste. Ray, return to the Waking Sands. Ja, aber mittlerweile kriegst du, wenn du dahin musst, ne? Also wenn du jetzt wieder die Orsa-Quests machen würdest, kriegst du einfach ein Ticket, womit du dich direkt dahin TPen musst. Statt dass du dich zu dem Ethergiten 3 Kilometer entfernst hin TPst. Oh, das ist praktisch. Ja, those were the times, though. Those were the times. Schon wieder ein unbekannter Zielort. Du spürst eine feindliche Präsenz. Oh Gott. Sie ist erschmerzend. Ich lebe. Ich muss das refreshen. So. Damals, als es noch einen Schokobo gab namens Händel. Das war schön. Netzwerkfehler? Ja, hallo? Ohne Eileen wären unsere Aussichten nicht sehr gut, das stimmt wohl. Du bist. Bei dir ist alles okay? Ja, weiß ich nicht. Mein eigener Stream hat gerade gesagt Netzwerkfehler. Oh. Ja, Twitch. Das Twitch-Ding. We know him, we love him. Twitch. Twitch Machine. Castrum Abania. Da sind sie. Es ist wieder ein Castrum und es ist bestimmt wieder zum Weinen. Nein, du musst dir keine 30.000 Cutscenes hin angucken, falls du das meinst. Ja, auch. Ja, Mensch, dann komme ich ja jetzt erstmal nicht weiter. Warum? Ich gehe doch da jetzt nicht alleine mit Randoms rein, bin ich wahnsinnig. Warum nicht? Nee. Nee. Just nee. Nur dann kann ich ja den Moment mal nutzen, um rauszutrappen. Wenn ich MSQ lese, dann muss ich an Master Quest denken von Ocarina of Time. Man muss an so vieles denken. Glamour-Platten sind definitiv immer wichtig. Ich bin zu alt für den Scheiß. Glamour-Platten? Ja. Okay. Also das Wissen über Glamour-Platten.
Du nimmst etwas, was du magst und klatscht es da rein. Okay. Okay. Irgendwie scheinst du nicht überzeugt zu sein. Nee, mehr verwirrt als vorher, aber ja. Glamour-Platten sind die Transmogs, nur halt gesamtes Set. Statt einzelner Items. Okay. Oh, wenn ich Rost habe, dann hört ihr das auch nicht, dann bleibe ich da drin. Oop. Da wird auf den Knöppel gedrückt. Yes, yes. Es ist nur so schlimm, dass da diese Cutscene so dazwischen ist. Stell grad fest, eine Hose fehlt. Ja, dieses Problem kenne ich. Morgens vor allen Dingen. Ja, später wird es eh problematisch, weil ich habe ja erst 69 ein Drittel. Ja, und die letzten zwei Quests sind ja 70. Ja, aber wir können uns hier gleich in Dailies schmeißen. Das ist ja eine Option. Gemeinsam. Ich werde jetzt nur noch ein oder zweimal das hier machen und dann reicht das auch für heute. For now. Dir ist aber halt tatsächlich auch schon bewusst, dass du dann mit jemandem unterwegs bist, der richtig scheiße spielt. Ja. Okay. Mir ist schon bewusst, dass mir das egal sein kann. Das ist und dann, okay. Dann gurken wir gemeinsam durch die Gegend. Passt rum. Ich meine, wenn es ja... Pass auf. Wenn das blöde Castrum ja hinter mir liegt, ich denke mal nicht, dass da dann jetzt noch irgendwie ein Groß-Dungeon irgendwie sowas kommt, außer jetzt vielleicht am Schluss hier blutiger Sturm, gehe ich schwer davon aus, da kommt bestimmt noch was. Na, da kann ich mich ja immer noch drum scheren dann für die 70. Es gibt einen Fund Sachenverwalter. Guck mal, wie lang das alles schon her ist. Ja, stimmt, ich wollte das nachgucken. Oh. So. Nicht vergessen, ihr seid in diesem Spiel mehr drin als ich. Für mich ist es lange her. Man konnte sich bei den verlorenen Quest-Items wiederholen. Ja, bei denen, dessen Namen du genannt hast. Oh. Oh. Ja, gut. Verlorene Quest-Items, Gear, was du durch Quests bekommen hast, also spezifisch, wenn du Klassen 70er-Quests und so fertig gemacht hast, oder 60er-Quests, da gab's ja immer ein gesamtes Set, was du gekriegt hast. Das kannst du dir von den Nasen dann wiederholen. Praktisch.
sozusagen die Oprah Winfrey unter den NPCs. No, expire. Easy. Wie geplant. So. Bam. Okay, ich muss eh kurz das Spiel zu machen. Müssen Sie dies? Ich weiß zwar, dass das Hide gerade neben mir steht, aber ich muss kurz das Spiel neu starten. In der Hoffnung, dass ich es danach nochmal öffnen kann, aus Gründen, ne, nicht aus Gründen des Kalenders, sondern aus Gründen meines Passwort-Generator-Dingsies. Ich glaube, es wird Zeit, die App irgendwie erstmal wieder gucken, wie ich denn eine App kriege. Jo. Das passt. Wo kann ich das denn einstellen? Das kann man doch bestimmt irgendwo machen. Das wäre ganz gut. Ich meine, ich habe mich dran gewöhnt, das Ding am Schlüsselbund zu haben, aber vielleicht ist es doch besser, wenn ich die Handy-App habe. Warum ist so, ne? Ich habe den Extreme Trail jetzt schon 13 Mal oder so gemacht. Und mindestens 6-mal ist die Maschinistenwaffe gedurbt. Ei. Warte, Moment, lass mich nicht lügen, ich kann sogar checken, wie viel ich gemacht habe.
13. Moment, man hat einen Charakterblock? Ja. Seit wann? Charakterblock? Was? Wo? Ja, im Lodestone. Meine Pinnwand, Block, aktiviert. Ach so, schon seit Ewigkeiten. Na, fuck. Benutzt nur, glaube ich, die wenigsten. Ja gut, dann kann ich mir mal eben, während Hide mir da so einen Link schicken will, kann ich ja mal eben ein Programm herunterladen, was ich herunterladen wollte. Ui. Ein Programm herunterladen, was wir runterladen wollten. Windows-Download klingt tatsächlich ganz praktisch. Was? Was? Ich dachte gerade für den Moment Windows-Download. Ha? Nein, ein Download für Windows. Nicht ein Download von Windows. Ja, das hatte ich danach. Das hatte ich danach dann. Ich möchte das mal ausprobieren. Das wurde mir schwerstens empfohlen. Man darf sich dazu aber wohl nicht äußern. Hä? Okay. So, I agree, next. Jo. DirectX 11 wahrscheinlich. So. Da muss ich jetzt wohl draufklicken. So. Bin in der richtigen Stance drin. Gut, dass ich jetzt noch mal ein Einmalpasswort eingeben muss. In der Hoffnung, es wird noch mal irgendeins angezeigt. You gotta believe. Einstellung bezüglich des Softwarezeichens Anwendung anpassen. Wählen Sie die gewünschte Option. Ich habe keine Option. Das ist ja gut. So, Einstellung vorne. Einstellung des Softwarezeichens Smartphone anwenden. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich mach das mal. Entfernung des Sicherheitszeichens. Ein Zeichen. Boah, ich bin ein bisschen Panik, das zu machen. Mann. Siehst du, das ist noch das Sicherheitszeichen, das ich mit meiner allerersten Final Fantasy 14 Version gekriegt habe. Oha. Bin da noch, das ist sowas von Legacy, Leute. Das glaubst du nicht. So, einmal Passwort. Das ist geil, dass man zum Entfernen des Sicherheitszeichens. Guck mal, wie es jetzt auf Anhieb mit jedem Druck funktioniert. Entfernen. Das Sicherheitszeichen wurde vom Konto entfernt. Oh, ich glaube, es tauntet dich. So, wie füge ich jetzt wieder eins hinzu? So, ist doch der Zeichenregistrierung. Android. Es ist halt schon nötig, glaube ich, jetzt mittlerweile. Ich habe ja nicht vor, dieses Handy zu verlieren. Das wäre ja... Schreib dir nur den Code auf, den du dann kriegst.
schließe ihn gut weg. Falls es dann doch der Fall ist. Klingt sinnvoll. Weißt du, ich bin vor allem überrascht, ne? Ihr hört vermutlich meine Tastatur gar nicht unbedingt. Was, warum auch immer, möchte heute nämlich mit mir Dingsen zusammenarbeiten. Offen gesprochen habe ich da gar nicht drauf geachtet. RTX Voice. RTX Voice. Was mir heute sehr entgegenkommt, warum auch immer. Aber das finde ich doch ganz angenehm, vor allem weil ich sehr viel auf der Tastatur rumtippe. Kannst ja auch ein Schreibgerät holen, ne? Also richtig schön Schreibdruckmaschine, Schreibmaschine, genau. Kannst es darauf abtippen. Dann hast du es. Schön. Schreibmaschine. Abgedruckt. Hab doch noch den Etikettierer. Uff. Wo klebst du es dir hin? Auf die Stirn? Registrierungspasswort erhalten auf der Seite für einmal Passwörter nach dem Einloggen. Man keine selbstständigen Sicher also selbst selbstständigen Sicherheitsfragen machen kann. Ist ja furchtbar. So, das Einmalpasswort wurde in deine E-Mail-Adresse gesteckt. Länger ging das Passwort auch nicht. Vermutlich nicht. Software-Registrierung ist abgeschlossen. Geil. So.
muss ich trotzdem noch kurz das PDF lesen. Ja, Square Enix Account. Hi. Ich bin mal gespannt jetzt hier. Ne, alles gut, dauert noch einen Moment, bis ich wieder da bin. Nein. Gucken, ob sich jetzt was verändert hat. Irgendwann müsst ihr dann mal so eine, euch mal so eine Stunde Zeit nehmen und mir ganz neu Final Fantasy 14 erklären. Shift F2. Ahaha. No. Also ich bin jetzt gleich jeden Moment fertig, dann können wir uns... Ah ne, du bist noch nicht fertig, ne? Doch, ich bin gerade wieder am Einloggen. Ui, dann können wir uns ja noch in Dailies gleich schmeißen. Krass, ein bisschen was. Kappa. Ist auch möglich. Damit alle sehen, wie scheiße ich spiele. Ach, wenn wir nur länger an Bossen brauchen, ist das ja kein Problem. So.
Ach, genau. Dann muss Ide für mich gleich mal. Ide hat ja jetzt beide sowieso. Dann muss Ide mich und dich gleich einmal in eine Party zusammen einladen, dann. Als Kontaktperson. Da kommt mir ein Gunbreaker mit. Das klingt doch nach einem Plan, ne? Ja. Klingt nach einem Plänchen. Retainer-Glückchen. Da ist eins. Eins Retainer-Glöckchen. Es kommt mir fast so vor, als möchtest du mir damit etwas mitteilen. Dass ich Dinge tun soll. Vielleicht. Moment, lass mich kurz nach mein Preischen gucken. Oh nein, all die meiner Sachen sind so hart gedroppt. Ei, das ist ja gar nichts mehr. Ah. Ich stelle zu 500 rein. Bist du auch nochmal weiter runtergefallen? Aha. Was tun die mir das an? Beryllium ist bestimmt nicht mal irgendwas mehr wert. Doch. Prism Stone. Ich habe noch einen Platz auf der Warteliste. Ja, dann bist du ja gleich bereit. Dann ziehe ich Ide mal hoch. Warte. Ah, nee. Das Hochziehen wird anstrengend. Aber ich werde mein Bestes tun, Ide. Kannst du nicht Rechtsklick drauf machen und sagen, verschieben, ne? Touché! Touché! Warum vergesse ich immer, dass es das gibt? Ne, vor allen Dingen hast du mir das noch erklärt, vor keine Ahnung, lange. Hab Zeit. Ich? Ja, hast du mir noch Never. Gesagt. Als ob ich das mal erklärt habe. Nein. Doch, da hatten wir es tatsächlich mal mit, wie. Da hatten wir eine ähnliche Situation und dann kann ich irgendwen eigentlich so ganz schnell hochziehen und dann. Egal. Abbrechen, ja. Später entscheiden, ja. So nur Skin. Sieht das jetzt anders aus? Nö, überhaupt nicht. Wie teuer sind denn jetzt noch Treasure Maps? Umschalt F2. Also, Karten sind je nachdem, was sie da sind, eigentlich noch viel wert. Ei, nein. Die waren 40.000 vorher. Und jetzt sind sie nicht mehr 40.000. Sind sie mehr. Entschuldigt mich doch noch kurz. Ich muss kurz das Tutorial-Video noch zu Ende gucken. Ja, kein Problem. Tutorial-Video? Ja, für etwas, was ich installiert habe. Ah, okay. Das, man soll da ja nicht drüber Software? Reden, laut dem Tutorial-Video. Okay. Seems fishy. Not gonna lie. Wie kommt der überhaupt in dieses Menü? Wie kommt denn dieses Menü? Umschalt F2. F1 markiere ich meinen Charakter. Ich meine, der Umschalt F1. Ne? Ändert sich da was? Ist ja gar kein, es ist ja gar nicht an. Wie soll sich denn dann was ändern? Genau.
Was soll ich denn erstmal finden? Schalt F4 und. Irgendwo sollte ich noch eine Treasure Map haben. Wenn nicht. So Nure. Bin. Search for Item. Doch, ich hab. Wo habe ich in meinem Saddlebag noch eine? Ah. Wieso geht denn das nicht? Erstmal, einer meiner Retainer hat noch eine Treasure Map. Da darf ich dann erstmal wühlen im Inventory. Moment. Ach so, ich muss erst dieses. Ach so, ja, okay, gut. Bringen Sie um, Schalt F3. Ach. Yeah. Alle Änderungen werden letztendlich als Bild Preset, bla bla bla. Ah, nein. Ja. Ich bin blind. Blind? Finde es nicht. Hallo? Irgendwo Hallo. Hier hat mir mich angelogen. Irgendwo hier soll ich noch eine Treasure Map rumliegen haben. Da ist mein. Oh, ich kann das Phantasia währenddessen da reinpacken. Als ich danach gesucht hatte. Aber irgendwie. Ach du Kacke. Mach doch nochmal die Suche. Hab ich ja gerade. Und da war es eingehakt. Kann es sein, dass du die andere. Dass es auf einem anderen Gehilfen ist? Nö, das war der Name. Werde aber dann später für die Treasure Maps Server hoppen, dass das so teuer hier ist. Alter, was man da alles einstellen kann. Ganz, ganz ruhig. Search for Item. Ah ne, nur im Saddlebag soll wohl noch eine sein. Jetzt war da null. Verwirrung ist groß. Wo zur Hölle ist das hier drin? Ach da, hab sie. Ach du Kacke. Ja, Saddlebag. Du kannst mich schon mal inviten wieder. Oder ich invite dich. Nee, andersrum macht mehr Sinn. Ich kann mir ganz Bescheid, wenn du... Ja, du darfst gerne Einladung machen. Wow, jetzt geht die Framerate da unten. Oh, leck. Was haben wir denn da noch Schönes? Da hat jemand in Gdynia gerade Rockefeller Street gespielt. Oh. Ah, nein, nee, nein, nein. Das nein. sieht nicht richtig aus, das sollte ich wieder wegmachen. Alter, was ist das alles? Holy fuck. Visit another world server. Leute, ich brauche eine neue Grafikkarte. Oh, ist das hübsch. Wie macht man nochmal das Hub weg? Bild. Nein, Rollen. Rollen. Ach, das war First Person.
Oh boy, sieht das hübsch aus. Jetzt habe ich natürlich vergessen, welche... Kann Hide uns denn queuen? Warte mal. Ja? Was ist die nee, ich meine jetzt, ob Berlin fertig ist. Ja, Moment. Shift Numpad. Was wollen wir denn überhaupt laufen? Castrum. So. Ja, Castrum all irgendwas. Warte mal, wo rollen da? Ich hoffe, die FPS hält mit. Oh boy. Achso, jetzt muss ich natürlich mein Schokomoped muss ich jetzt ja auch wegschicken. Naja, geht ja automatisch raus, geht ja automatisch weg, wenn wir im Instanz sind. So, warte, wie heißt der Bums jetzt wieder? Castrum, irgendwas. Achso, muss ich nicht erst dahin laufen? Nö, ne? Nee, ich muss queuen. Ich bin ja Partylead. Genau, Castrum Abania, genau. Genau. Da ich Partylead, muss ich queuen. Moment, ich bin gerade noch in der World Transition zwischen Lich und Schieber. Boah, die Farben, oh boy. Okay, dann ja, ab jetzt. Jetzt. Das ist ja jetzt auch möglich. Man kann jetzt Server-Hopping machen, wenn man in der weltenübergreifenden Gruppe ist. Do be queuing. Bitte? Hey, what? Da ist schon das Invite. Das ging schnell. Aber ich muss erst noch Reise checken, das ist wichtig. Ich habe ja noch wunderschöne 30 Sekunden. Oh, hallo Videosequenz. Ach, der war's. Ja, ne? Ich glaube, danach haben wir dann auch schon wieder neun, ne? Sicherlich. Ich hätte es vielleicht nicht umstellen sollen, oh boy. Nun, jetzt musst du damit leben. Vielleicht habe ich was zum Essen? Ich kann das gar nicht mehr. Okay, die Farben sind ultra krass. Oh, holy moly. Eventuell habe ich sie mit den Einstellungen etwas übertrieben. Könnte es meinen. Aber auch nur vielleicht. Aber die Screenshots sehen hübsch aus. Ich hätte nicht so viel Gloom draufballern sollen. Oh hell. Ich hoffe doch, ihr erklärt die wichtigen Dinge wieder, ja? Just dodge and you're fine. Nun, man gibt's ja eh nicht viel zu machen. Thank you.
Sollte vielleicht den Chat auch wieder in den Vor- da jetzt so. Weißt du denn auch noch, wie du Bahamuts gesammelt kriegst? Oh, nee, warte. Bahamut 70? Du meinst Bahamut-Trance und so? Ja. Ja, ja. Ob das 70 ist, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, nee, da Aileen ja Bescheid weiß, kann es wohl nicht. Also ich glaube, das ist das, was ich tue. Ah, blöder Signifier. Meinst du den hier? Eh zu spät. Wenn der hier dein Karbunkel ist? Ach so. Das meintest du. Also Bahamut beschwören, komplett. Aber nee. Kommt später. Ich glaube, das ist jetzt ein 70er-Skill. Möge du dich nicht gestört fühlen von dem, was ich gesagt habe. Nur Verwirrung pur. So. Gucken wir mal einmal. Was ist der Gag an der Kette? Du machst mehr Damage, solange du an der Kette dran bleibst. Genau. Ich krieg 10% ausgeteilter Schaden mehr, der Gruppenmitglied, dem ich die Kette halt gebe, 5% mehr. Und ja, da Bahamut ist 70 bei Beschwörer. Oh boy. Einmal die Optio, also die Ad. Dann hat mit dem kleinen Schutz, glaube ich, sogar auf dem Boss. Ja. Weiß ich aber jetzt nicht so genau. Na. Hi. Das war gerade eine Verzögerung bei mir. Okay, lief schon mal schlechter in Dungeons. Sollte das eigentlich nicht weglegen. Das könnte sogar Gear sein, was ich gebrauchen hätte tun können. Fokus mal ganz links den Container. In den Farben kickt dieses, ich vergesse immer, wie das
dieses Geblitze heißt. Hab ich schon wieder vergessen. Holy. Nein, im Deutschen, aber ist okay. Heile. Nein, das, Sanctum, glaube ich. Ach ja, stimmt. Sanctum, ich erinnere mich. Das kickt mit den Farben, die ich gerade habe, schon extrem weg. Moment. So, jetzt weiß man's. Ah. Auto-Translator. Hm. Wie smart. Zumindest kriege ich es noch hin, die Dots auf andere zu übertragen. Hey. Schon relevant. Boom. Machst du denn noch immer nett deine Pet-Commands nebenbei? Wenn ich das noch hinkriegen würde. Ich bin froh, dass ich gerade mal meine normalen hinkriege. Die Pet-Commands gibt es eigentlich nicht mehr. Die sind ja jetzt automatisch. Ja, aber trotzdem bestimmte Commands kann man doch noch machen, oder nicht? Nee. Nee, dann nicht. Dann ist das so. Nee, dann nicht. Weil das kann mir egal sein. Wieder so sehr. Ich habe nicht mal Summoner bis jetzt angefangen. Ich glaube, früher ja, gab es das mal. Früher gab es das mal, ja, aber mit einem der der jüngsten Patches haben sie das rausgenommen. Deshalb kam ich damit nicht mehr klar. Ja. Deswegen kann man sieht man die Karfunkel auch nicht mehr in der Gruppenliste, also zumindest im Ding, man kann sie auch nicht mehr anklicken. Weißt du, was aber dumm ist? Trotzdem. Die Leiste sind dann nicht mehr da. Trotzdem können Karbunkel immer noch Mechaniken in Ultimate Alexander triggern. Einfach nur, indem sie im Weg stehen. Und das ist richtig dumm. Es gibt, glaube ich, immer noch keine Tank-Taste auf dem Pad, oder? Hm? Was willst du damit sagen? TT. Dass du das Viech focust, was der Tank focust. Achso, nee, musst du dir wenn belegen. Extra. Aber gibt's. Aber auf dem Controller auf jeden Fall nicht. So, ich habe die Anweisung gekommen, einfach dodgen, der Rest ist wurscht. Genau. Nur, dass hier ein bisschen mehr ist. Da war ich zu langsam, da war ich noch im Cast. Da muss jeder in ein Power rein. Oh. Was? Das hast du mir leider früh genug gesagt. Barrierewechsel, Blitz, Feuer, also einmal Eisding abholen. Was? Ja, nee, du hast ja jetzt schon Eis bekommen. Das muss, ach so. Ich meine jetzt Downy. So. Weil, wenn das Eiskonvergenz da ist, beziehungsweise das Eissymbol beim Boss ist. Dann macht der, müssen wir in Eis rein, dann machen wir mehr Schaden. Wenn jetzt irgendwie Feuer oder Blitz ist, das reflektiert. Wir machen dann nicht mehr Schaden, dann dürfen wir überhaupt Schaden machen. Ne. Sondern wenn du das falsch hast, dann wirst du nur genockbackt und kriegst Damage ins Gesicht. Will ja auch keiner. Eis und Feuer. Lightning. Einmal in das Lightning-Gedönse reinlaufen. Hier rein.
Einfach reinlaufen reicht? Reinlaufen ja. Einmal reicht, ja. Dann holst du dir das Element ab. Nächster Wechsel. Es ist Eis wieder. Ja. Gut, der Lichter. Welp. Ich glaube, ich habe den Dungeon nie bei Tag gemacht. Ach, das ist auch noch. Das geht auch noch mit der Uhrzeit hier? Mhm. Keine Ahnung. Ich erinnere mich auf jeden Fall daran, den mal in Dunkel gemacht zu haben. Die Ghetto-Version des Dungeons. Jetzt für eine Party. Eine Party. Stimmt, ja. Da war ja was. Ja, kommt noch mal eine Runde. Oh yeah. Die Luki Small. So. Endboss. Ja, ich hab den definitiv nur immer in Dingsens gemacht. Wenn ihr jetzt über die Linie lauft, habt ihr ein Problem. Nee, über die Linie laufen triggert ja überhaupt erst die Cutscene. Und selbst wenn, nach der Schließung des Raumes, wirst du sowieso gefragt, ob du rein teleportiert wirst.
Das ist neu. Nee. Das ist alt. Ja, für Aileen ist es neu. Für mich ist das neu. Weiß nicht, das ist doch schon seit Stormblood drin. Wenn nicht sogar länger. Ja, also wenn es seit Stormblood drin wäre, wüsste ich das. Vielleicht warst du einfach nur nie zu spät in dem Raum drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es... Also das gibt schon seit Stormblood. Das kann ich bezeugen. Hier ist nur wichtig, dass du später den Ed tötest. Und den Rest ist wieder dodgen. Oh, das tat weh. Ja, du möchtest nicht so nah an dem Proximity-Ding sein. Irgendwie ist der Dungeon komisch bei Tag. Muss ich sagen, verwirrt mich. Mag ich nicht. Jetzt ist es so hell. Ja, sonst war der Boden hier in der Arena immer schön dunkel. Bei Downey zählt halt manchmal auch einfach nicht nur 50 Shades of Talk Gesichter, sondern halt tatsächlich auch 50 Shades of Gaming Faces. Ich habe halt alles, ja. Downey hat alles. Palette. Auch die Geräuschkulisse dazu. Auch die Geräuschkulisse. Bei Downey kannst du Visuals und Sounds bestellen. Hallo Sam übrigens. Hi Sam, ja. Hütet die Ads. Die virtuelle Leiter knallte gerade gegen den Balkon. Würde ich machen, aber ich habe ein Problem. Oh boy. Das war ja noch zu nah. Und jetzt seid ihr. Jetzt würde ich da weg, glaube ich. Oh. Ila ist tot. Hm. Ja. Wir haben Beschwörer dabei. Ja, wenn er Revive irgendwo belegt hat. Ja, pass auf. Wenn du Icon noch Manage. Spontanität dabei hast, wäre es auch noch besser. Ja. Es, ich habe leider kein Sponti. Ich habe kein Sponti drin. Gut. Vielleicht hat es ja geklappt. Status. No! Nein! Ich hätte das Viech wieder gekriegt, das tut mir leid. Schatz, du auch. Ihr solltet vielleicht den Healer da mal holen. Der Healer ist doch schon da. Achso, ja. Aileen war es dann nur. Leidet. Das Moment. Ist richtig. Ja, ich hab ihn übernommen. Ich hab ihn in dem Fall übernommen, den. Kurz. Einmal den. Schieb mal gerade den Limit raus rein. So. Oh fucking hell. Jetzt geht's hier doch richtig rund, hey. Aber er ist nicht mehr lang. Dann ist er down. Xenobian, nein. Wait, hold on.
Kann ich gebrauchen, nevermind, nichts. Oder so. Was? Elan für Onlyfans? Was? Das sind Chancepunkte. Jeder Eileen und ich. Ja. Was sich jetzt wahrscheinlich gleich auflösen wird, dadurch, dass ich wahrscheinlich die Story weitermache. Und dann die 9 Uhr jeden Moment sowieso erreicht ist und ich jetzt nicht wüsste, was ich in den letzten 4 Minuten machen soll. Oh wow. Das ging fix. Wir sind an der 9. Ich habe sicherlich Elan dafür. Es geschehen Dinge, Sam, bestimmt. Ganz sicher. Ich möchte mich herzlichst für den Dungeon-Lauf bedanken. Gerne. Ich begutachte so lange meine hübschen Farben. Ah, no. Stop. We'll sit again. Also, gehen wir einmal wieder rüber. Wo soll ich dir vielleicht einstellen, was morgen ist? Ja, ich meine, ich habe schon nachgeguckt, aber kannst du dann machen, während ich am Borken bin? Sehr, sehr gerne. So, dann hier ist nun The Talk. Jetzt sollte ich dann auch wieder die Hintergrundkulisse wegmachen. Also das war jetzt... Ich habe zwar jetzt nicht unbedingt viel neuen Content unbedingt gemacht, außer dass ich den neuen Monk gespielt habe und ewig lange in dem Extreme gechillt habe, um den zu farmen. Und dann halt nur noch diesen einen Daily so dazwischen. Ja, definitiv too late, ja. Rex. So ein bisschen. Hallo, Mel. War von 18 Mel. Bis jetzt zugange und werde dann nun auch jeden Moment aufhören. War lustig. Ich werde vermutlich nicht unbedingt oft FF14 streamen, weil meistens werde ich dann nur Extremes farmen oder so. Das ist dann, glaube ich, so wie heute nicht so der krasseste Shit. Keine Ahnung. Wir hatten ja ein paar interessante Gesprächsthemen, so ist es ja nicht. Interessante Gesprächsthemen waren existent, ich war zwar nicht unbedingt ansprechbar, da ich jetzt DPS im Extreme unterwegs war und ich da mich dann drauf konzentrieren musste halbwegs. Aber falls das geschehen sollte, dass du es weitermachst, dann muss ich da... ich guck gleich. Es war auf jeden Fall mal wieder FF14 hier und dann mal sehen, ne? Kann wieder öfters sein, kann wieder nicht sein, wer weiß es. Ich weiß gesprächsthematisch nicht. Bin ich sehr, sehr gerne ein weiteres Mal dabei. Jo, dann hatte ich euch mal jetzt gleich jeden Moment weg. Sagt tschüss, seid brav, sagt tschüss. Tschüss. So, und weg sind sie. Genau, morgen gibt es dann da mein Note-Dashboard. Don't lie to me, genau. Morgen 14 Platforms mit U wieder, Forgotten Anne. Habe ich, glaube ich, nichts von gehört vorher. Hatte Bu das vorher gestreamt schon? Nee, ich weiß es nicht. Aber das war dann alles von mir. Und ich... Moment. Lied. Lied wäre relevant. Ich fange mit dem Lied weiter an, was am Anfang auch da war. Da war noch nicht viel unterwegs, weil, ne? Puls-Album ist toll. Muss gesagt sein. Also dann... Das war's mit FF14 heute. Mal gucken, wen wir gleich hosten in irgendeiner Form. Und dann würde ich sagen, ich bin auch weg. Ich tauche ab. Bye.